Ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today, signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. Es ist ca. 17 Uhr an jenem 28. August 1963, als Martin Luther King ans Rednerpult tritt. Er ist nicht der erste und auch nicht der letzte Redner auf dieser Kundgebung für Freiheit und Arbeit. Und doch sind es seine Worte, die sich fortan tief ins kollektive Gedächtnis einprägen. I have a dream. Martin Luther King zählt 1963 zu den wohl prominentesten Vertretern der Schwarzen Revolution, die rund 10 Jahre zuvor in den USA aufgeflammt ist. Ein Pastor aus dem Süden, bekannt für seine Botschaft der Gewaltlosigkeit, bekannt für Dutzende Demonstrationen, an deren Spitze er sich gesetzt hat. Bekannt auch deshalb, weil er zu einem Zeitpunkt antritt, als das Fernsehen in den amerikanischen Haushalten Einzug hält. Am Tag jener großen Kundgebung im Jahre 1963 gibt es wohl niemanden, der Martin Luther King nicht kennt, jenen Mann, der dem Freiheitskampf der Schwarzen in den Südstaaten ein Gesicht verleiht. Auslöser der Kundgebung ist die Stadt Birmingham in Alabama. Schwarze und Weiße, so die eherne Regel, müssen hier auf Distanz bleiben. Ein Vermächtnis, das die Menschen in die Wiege gelegt bekommen. Would you like to go to school with colored children? Est-ce que tu voudrais aller à l'école avec des petits noirs? No. Pourquoi? Why? I don't know. Madam, are you for or against integration? We are against it. And you, madam? Et vous, madame? I don't approve. J'approuve pas l'intégration. Why? Pourquoi? Because God didn't make us that way. Parce que Dieu ne nous a pas fait comme ça. Als Martin Luther King im April 1963 in die Stadt kommt, hofft er, die Rassentrennung mit friedlichen Protesten zu durchbrechen. Doch Anfang Mai gerät die Lage außer Kontrolle. Der örtliche Polizeichef lässt Hunde auf die Demonstranten los. Bilder von den gewaltsamen Auseinandersetzungen, die über die Mattscheibe flimmern, schockieren Amerika und den Rest der Welt. Einen Monat später, am 11. Juni, verspricht Präsident Kennedy die Einbringung einer neuen Gesetzesvorlage gegen die Rassentrennung noch vor dem Herbst. 100 years of delay have passed since President Lincoln freed the slaves, yet their heirs, their grandsons, are not fully free. They are not yet freed from the bonds of injustice. They are not yet freed from social and economic oppression. And this nation, for all its hopes and all its boasts, will not be fully free until all its citizens are free. Zum ersten Mal sagt das Regierungslager, wir sind fast so weit. Habt ihr gehört? Wir werden ein Gesetz durchbringen. In diesem Moment gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du traust den Leuten und übst dich in Geduld, oder du erhöhst den Druck. Am Ende siegt die zweite Option. Der Tenor ist, okay, mag sein, dass Kennedy guten Willens ist, aber wir müssen die Sache forcieren, und zwar durch eine Demonstration der Stärke. Und das ist die große Kundgebung im Sommer 63. Sie wird nicht von Martin Luther King selbst organisiert, sondern von Bürgerrechtsgruppen und Gewerkschaften, die Hunderttausende auf die Straße bringen wollen. Dann habe Kennedy keine andere Wahl, als zu vollenden, was er angefangen hat. An jenem 28. August 1963 hat sich eine riesige Menschenmenge versammelt. Fast 250.000 sind nach Washington gekommen, Schwarze und Weiße,
um für Beschäftigung und Freiheit zu demonstrieren. Unter ihnen Prominente wie die Sänger Bob Dylan und John Baez, der Schriftsteller James Baldwin oder der Schauspieler Marlon Brando. Am späten Vormittag beginnt der lange Marsch vom Kapitol zum Lincoln Memorial. Die Menschen eng gedrängt, entschlossen, friedlich. Um 17 Uhr meldet sich schließlich live auf mehreren Fernsehsendern in Amerika und im Ausland Martin Luther King zu Wort. But 100 years later, the Negro still is not free. Martin Luther King ist keineswegs der Hauptredner des Tages, sondern der 16. auf einer Liste von 18 Rednern. Er hat seine Rede vorbereitet. Einige seiner Berater haben ihm nahegelegt, eine seiner vielen Reden zu recyceln, die er als Pastor auf Vorrat hat. Aber ein Thema warnt ihn Wyatt Walker, ein enger Vertrauter: lässt du besser, das Traumthema. Das hast du schon mehrmals verwendet, zuletzt vor ein paar Wochen in Detroit. Es ist mir zu abgedroschen. Diesen Rat befolgt Martin Luther King und so findet sich um 4 Uhr morgens am Tag X, als das erste Manuskript beendet ist, in dieser Rede noch keine Spur vom Traum. It is obvious today that America has defaulted on this promissory note insofar as her citizens of color are concerned. Instead of honoring this sacred obligation, America has given the Negro people a bad check, a check which has come back marked insufficient funds. Teil 1 der Rede ist fundamental, ein hochpolitisches, vehementes Statement. Und die alles überragende Metapher, die vielleicht wichtigste überhaupt in dieser Rede, das ist die vom ungedeckten Scheck. Martin Luther King sagt, es ist höchste Zeit, dass ihr uns gebt, was auf diesem ungedeckten Scheck stand. Wir fordern heute, was uns zusteht. Während der Rede geschieht etwas Unerwartetes. Die mit Luther King befreundete Sängerin Mahalia Jackson, die wenige Meter neben der Tribüne steht, ruft ihm zu: Erzähl ihnen von deinem Traum, Martin. So kommt es zum ursprünglich nicht vorhandenen I have a dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. 6-mal greift Martin Luther King zu dieser Formulierung und beschreibt seinen Traum für die Zukunft Amerikas. I have a dream. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Dann endet er mit diesen Worten. Free at last! Free at last! Thank God Almighty! We are free at last! Nach der Kundgebung stößt Luther King zu den Mitorganisatoren im Weißen Haus, wo Präsident Kennedy auf sie wartet. Mit dieser Begegnung endet ein historischer Tag. In Birmingham, wo alles seinen Ausgang nahm, gehen die Tumulte weiter. Am 15. September werden 4 junge Schwarze bei der Explosion einer Bombe getötet. Der Traum von Gleichheit ist noch in weiter Ferne. Im Jahr darauf, am 2. Juli 1964, folgt die nächste Etappe. Präsident Lyndon Johnson unterzeichnet den Civil Rights Act, der jede Diskriminierung aufgrund der Rasse, der Hautfarbe, der Religion oder der nationalen Herkunft für unzulässig erklärt. 4 Jahre später wird Martin Luther King in Memphis ermordet, im Alter von 39 Jahren. Die I Have a Dream-Rede ist nach wie vor brandaktuell. Nie zuvor haben rassistisch motivierte Gewalt und Ungleichheit in den USA so sehr Anlass zur Sorge geboten. Diese Frage bleibt für Amerika unübersehbar eine klaffende Wunde, die bis heute nicht geheilt werden konnte. Für mich ein Indiz, dass wir uns mehr denn je auf Martin Luther Kings Worte besinnen müssen.
et relire Martin Luther King. 1963 is not an end, but a beginning. There will be neither rest nor tranquility in America until the Negro is granted his citizenship rights. The whirlwinds of revolt will continue to shake the foundations of our nation until the bright day of justice emerges.